Fast jedes Kind liebt Fingerfarben, doch leider sind sie im Geschäft relativ teuer zu erwerben. Das lässt sich ändern, denn man kann sie ganz einfach, schnell, kostengünstig und mit sehr viel Spaß zubereiten. Auch Kinder haben sehr viel Freude daran, ihre eigenen Fingerfarben herzustellen. Sie benötigen eine kleine Schüssel, für später ein Schraubglas, Wasser, und zwar 100 ml. Dann eine Farbe. Ich habe mich für Blau entschieden. Das ist von Sugarflare, eine Pastengelfarbe. Flüssigfarbe würde sich auch eignen. Dann zieht ihr allerdings bitte die Menge der Flüssigfarbe vom Wasser ab, damit ihr zum Schluss 100 ml habt und nicht dann 110, 120. Nun sind wir auch schon fast fertig. Noch 5 Esslöffel Mehl. Das wird nun alles mit einem Schneebesen kräftig verrührt. In ein sauberes Glas umgefüllt. Die Farbe ist nun circa 2 Wochen im Kühlschrank haltbar.